Die Insel Borkum ist eine Insel, die sehr groß angelegt ist, viele weite Flächen hat, große Strandabschnitte hat und während des Sommers einfach ein Traum ist. Borkum verfügt über eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt. Und gerade bei den Tieren findet man eine sehr breite Vogelwelt. Man findet letztendlich Robben, und die bis an den Strand kommen und dort auch ihre Ruhezonen haben. Man findet aber auch Rehe, Fasane, Karnickel jeder Art. Und das ist schon eine sehr besondere Natur, die wir haben. Mein Name ist Dr. Robert Westbecher, ich bin Facharzt für Dermatologie und Venerologie seit 20 Jahren, habe zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Allergologie, die hier an diesem Haus eine Schwerpunktbezeichnung sind, und zusätzlich betreibe ich auch die Phlebologie, Berufsdermatologie, aber auch die Sozialmedizin. Mein Name ist Dr. Sabine Jendrusch. Ich leite die Abteilung für Psychosomatik hier im Reha-Zentrum Borkum und hier speziell in der Klinik Borkum Riff die Abteilung für Psychoderma gemeinsam mit der Dermatologie. Diese Verbindung zwischen Psychosomatik und Dermatologie gibt es in Deutschland jetzt so in dieser Form nicht als Rehabilitation. Und das ist hier die Chance, über die heilklimatischen Bedingungen der Insel auch nochmal weiter auch Heilerfolge zu erzielen. Die Klinik Borkum Riff bietet den großen Vorteil, dass durch die Kombination der Indikation Dermatologie und Atemwegserkrankung sowie der Psychosomatik, die jetzt im Entstehen ist, eine sehr sinnvolle Ergänzung zueinander besteht. Ne? Viele Menschen, die eine Hauterkrankung haben, haben auch Atemwegserkrankung oder allergische Erkrankung der Atemwege schlechthin, aber auch psychologisch Beeinträchtigungen, die auch mitbehandelt werden können. Seit April diesen Jahres haben wir unseren Gerätepark auf dem Gelände eröffnet. Das ist eine zusätzliche Ergänzung zur medizinischen Trainingstherapie, die sonst bei uns im Haus stattfindet. Schlickanwendungen sind ortsständige Heilmittel, die natürlich am Meer angewandt werden. Und man kann es in kalter oder in warmer Form anwenden. In warmer Form, um zum Beispiel muskuläre Verspannungen zu lösen. In kalter Form bei entzündlichen Gelenkerkrankungen. Zusätzlich bieten wir im Rahmen unseres Behandlungsprogramms auch eine Lichttherapie an. Und neben dieser Ganzkörperbehandlung gibt es auch Teilkörperbestrahlung, wo speziell Hände und Füße behandelt werden mit einem UVA-Licht. In der Regel wird diese Behandlung noch intensiviert durch lichtempfindlich machende Cremes, die vorher aufgetragen werden und gerade beim Handekzem sehr gut zu einer schnellen Besserung auch des Hautzustandes führen. Also an Bädern haben wir Ölbäder verschiedenster Fettigkeit, aber auch mit Zusatz von juckreizlindernden Substanzen, darüber hinaus auch Molkebäder und Moorlaugenbäder. Gerade letztere tragen dazu bei, dass die Hautbarriere gerade bei Neurodermitikern günstig beeinflusst wird und die Haut auch schneller regenerieren kann. Mein Name ist Claudia Wilke. Ich habe eine atopische Dermatitis mit sehr starken Nahrungsmittelunverträglichkeiten und deswegen bin ich zur Reha nach Borkum gekommen. Also ich habe mir eigentlich die Klinik ausgesucht, weil sie ein vielfältiges Therapieprogramm anbietet. Für mich war ganz wichtig diese Kombination aus Sport und Therapie für meine Haut. Mein Name ist Amina Parmesat. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie und leite ich als Chefärztin und ständige Vertretung ärztlicher Direktoren in Klinik Borkum Riff, die Innere- und Pneumologiebereich. Also unsere Schwerpunkte in Klinik Borkum Riff ist Menschen mit chronischer Erkrankung in der oberen Atemwege und unteren Atemwege, sehr seltene Lungenerkrankung und alle Allergien, die auch da mit verbunden sind. Spiroergometrie ist ein Bestandteil der Belastungstest bei atemwegserkrankten Patienten und kreislauferkrankten Patienten. Und da können wir festlegen, liegt das Problem jetzt an der Lunge, das Herz oder die Muskulatur, die da sind. Das kann man sehr gut differenzieren. Atemgymnastik gehört zu unserer Therapiekonzept, eine der wichtigsten, besonders für die Patienten oder Rehabilitanten mit dem Atemwegserkrankung. Mein Name ist Susanne Schönfeld und ich habe vor jetzt gut 1,5 Jahren die Diagnose bekommen, Sarkoidose mit Lungenfibrose. Also man hat extrem Atemprobleme, man ist immer erschöpft. Man kommt einfach so nicht richtig mit im Alltag. Das ist das Schlimme.
Man sieht nicht unbedingt krank aus, es geht einem aber sehr schlecht. Und es gibt hier wahnsinnig viele Leute, die eben genau das wissen, wie es einem dabei geht. Und das hilft mir unwahrscheinlich. Jeder, der eine Rehabilitation antreten möchte, hat heute das Wunsch- und Wahlrecht und kann von daher entsprechende Indikationen für seine Erkrankung, aber auch vor dem Hintergrund der Örtlichkeit seinen Standort für die Rehabilitation selbst auch auswählen. Davon darf er Gebrauch machen und dem wird auch entsprochen. Ich kann an den Strand gehen und sehe wirklich kaum Personen und es ist leise, es ist ruhig. Man hört außer den Wellen nichts und die Möwen kreischen. Also das ist mein absolutes Highlight an dieser Reha. Also würde mich heute jemand fragen, ob ich gerne noch mal hierher zurückkäme, ich würde das auf jeden Fall bejahen, weil das einfach toll ist hier und ich mich hier sehr, sehr wohl fühle, wirklich.